Hört man das? Ja. Hört man das? Sind das deine Knochen? Ja, ich habe Rudermaschine bekommen. Ne! Ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Erzähl ich gleich. Fuck, ey, ich mach mal Intro. Kuckuck, Quarantäne-Quickie. Quarantäne-Quickie sitzt auf dem Boot, auf dem echten, nicht auf einer Rudermaschine und rudert langsam los. Yeah. Du bist auf einer Rudermaschine? Nee, aber der Quarantäne-Quickie. Auf dem echten Boot. Nicht auf einem Fake-Boot. Nicht auf einem so, ich tu nur so Boot. 3 Stück. Hast du jetzt bestellt? 3 Stück und 3 Stück sind storniert worden. Jetzt reicht's auch. Also alle guten Dinge sind 3. Und jetzt würde ich so weit gehen, dass ich mir die Woche vielleicht Zeit nehme und mal in so einen Store fahre, der auf 800 Quadratmeter mit Flatterband runtergebrochen ist, wo so ein Gerät steht und ich sag, pack ein die Scheiße. Was? Pack ein die Scheiße, ich hab 3-mal schon bestellt. Pack das jetzt ein, Mann, ich will dünn sein. Würde ich dem sagen, es reicht mir langsam. Fucking keine Rudermaschine bestellen, das ist für mich die wahre Krise. Das ist aber, da machst du irgendwas falsch. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Oder die Theorie stimmt halt tatsächlich, dass du selber immer storniert hast, weil du doch Angst hattest. Nein. Ich habe 3-mal bestellt. Und 3-mal storniert, ups. 3-mal ist storniert worden. Von irgendwem. Nee, der letzte hat auch geschrieben, kann man nicht liefern lassen momentan. Sorry. Sorry. Ey, wo du es gerade sagst, ne? Sag mal, warum hat eigentlich IKEA irgendeine komische Sonderregelung gekriegt? Hast du es mitbekommen? Nee. IKEA hat schon lange offen. Ja. Hat irgendeine Sonderregelung bekommen. Warum denn? Braucht man so dringend einen neuen Esstisch oder was? Ich krieg keine Luft mehr, ich brauche ein Regal. Kann mir bitte jemand ein Regal dabei? Ich brauche dringend ein Regal. Viele Leute bauen jetzt um halt, weißt du, günstig, gut, Bienenwarm-Technologie mit Pappe. Amazing. Ich habe Fotos gesehen von so einem IKEA-Parkplatz, weil die Leute ja anstehen müssen. Ja, da war richtig Party. Ja, diese ganz lange Schlange? Ja. Weißt du, wo es war? Na? Köln-Godorf. Vorbildlich wie eh und je die Kölner. Schön immer ganz Parkplatz. Das war wahrscheinlich einfach vor jedem IKEA, der offen hatte. Weil das war dieses fette Bild, was rumgegangen ist, war vom Kölner Godorf-IKEA. Aber immerhin, wenn dann was passieren sollte, sind sie ja an der Quelle, ne? Dann kann man schnell ein lebensrettendes Regal holen oder einen Nachttisch und dann ist alles wieder gut. Dann ist zumindest in Köln sind gerade 90 Cases. Ich bin jetzt entspannt. Es wird nie wieder passieren. Es war jetzt einmal. Und jetzt muss man auch mal wieder. Ich meine, jetzt muss man auch mal wieder alles aufmachen können. Freddy ist sofort umgesprungen. Freddy so von einem Tag auf den anderen. Mach doch mal Deutschland wieder auf! Ja, seitdem ich beim Widerstand 2020 bin. Aber es passt ja auch, weil die ganzen rechten Leute und so, die haben sich ja auch einfach rausgesucht, wie ist man weiterhin Arschloch und dann lass uns einfach für Öffnungen sein und so weiter. Ja, richtig, die Tourismusbranche geht auch kaputt. Grenzen auf. Dann machst du Grenzen auf, wollen die wieder Grenzen zu. Was machen wir denn jetzt? Was ist los? Ja, wie in der Küche. Aufstehen, hinsetzen, hinknien. Können wir mal eine Position auswählen und mich ficken? So. Alle Grenzen zu, aber bitte einen Bootsweg nach Mallorca offen halten für mich. Da muss ich nämlich noch hin heute. Ja, ey. Was ist es denn jetzt? Was ist es denn jetzt genau? Mann, ey. Die können sich nicht so ganz entscheiden. Ey, hast du das denn mitbekommen mit diesem Widerstandsding? Fand ich sehr interessant. Möchte da gar nicht despektierlich drüber reden? Nee, ich krieg halt ständig was von Leuten mit, die Widerstand machen. Nein, aber die haben eine politische Partei gegründet wohl. Nein. Und in kürzester Zeit sind da 20 oder 100.000 Leute beigetreten, diesem Verein da. Und die sind gegen Corona oder was? Und deswegen werden sie jetzt gewählt? Nee, also gegen halt so, also sie wollen schon wieder ein bisschen back to normal, also ist der Konsens dahinter, ne? Und was weiß ich, was da noch alles mit sifft, keine Ahnung. Auf jeden Fall folgender Beitrag ist da wohl rumgegangen. Ich habe das jetzt auch nur von Twitter und kann es nur wieder kauen, ob das so stimmt. Stelle ich hier in Frage. Kann ich mir aber vorstellen, deswegen lese ich es aus komödiantischem Lustigkeitsempfinden kurz vor. Und zwar folgender Beitrag ist in der Mitgliedergruppe wohl entstanden. Mal kurz eine Frage. Ich bin mit den Abläufen jetzt nicht so vertraut. Können wir als so starke Partei dann politisch eigentlich sofort etwas ändern? Oder müssen wir erst bis zu den Wahlen warten?
Und ich weiß ja nicht, also ich sag ja immer, bei uns sind die Aussteiger, die zuhören, vielleicht auch der Kollege, schon bis zu Wahlen dann. Und es vielleicht kurz abzurunden. Und das ist vielleicht so. Also ansonsten können wir einfach so YouTube-Kanal und dann können wir eigentlich auch Land regieren. Also ich habe jetzt 1,6 Millionen Abonnenten, also ich könnte jetzt auch loslegen dann. Oder nochmal Wahlen abwarten. Also. Oh, genau das gleiche habe ich so gleich am Anfang gedacht, als du es erwähnt hast. Und dachte ich mir so, ja, aber das wissen die doch. Das heißt, also die muss ja eh dann irgendwie anders, aber anscheinend wissen sie es nicht. Also super interessant, was da überall abgeht. Also ich bin jetzt, ich verfolge das sehr interessiert. Ich bin auch, ich muss ganz ehrlich sagen, auch um unseren weiteren Verlauf der Kuckus vielleicht ein bisschen festzuhalten, ich bin selber so ein bisschen verunsichert. Weißt du? Also so verunsichert, aber eben so, ist jetzt schon oder kommt jetzt zweite Welle? Weil ich dachte, jetzt werden so langsam, weißt du, was ich meine? So jetzt mit, wie man immer sagt, so 5-6 Tagen Verzug. In manchen Bundesländern haben jetzt schon seit über einer Woche Schulen auf, weißt du? Ich dachte, jetzt kommt dann, jetzt geht's zum aber noch 3-4 Tage länger? Du musst noch abwarten. Also heute ja. Haben ja an den meisten, heute haben ja erst, also heute, also gestern, wenn der Podcast läuft, wurden ja erst diese ganzen Sachen aufgemacht, wie Friseure und okay. Waxing, wie heißt das, Clubs? Waxing-Clubs. Waxing-Salons. Waxing-Clubs. Waxbags. Das Waxbags 3000 zum Beispiel um die Ecke hier, kann ich mir gerade ausgedacht. Also diese Sachen haben gerade, die ganzen Friseure haben anscheinend, werden natürlich voll überlaufen, ne? Machen so Termine und so. Also habe ich heute gelesen, dann habe ich ein bisschen Videos geguckt auch, dann so eine Lady, die so Facials macht. Ich finde, Facial hört sich so Pornhub-mäßig an, aber also es ist anscheinend einfach nur das Gesicht massieren. Und dann macht die da so, also irgendeine Lady, habe ich irgendwo in einem YouTube-Video gesehen, macht dann so eine Plastikhaube über das Gesicht rüber, aber so, dass sie von links und rechts mit ihren verhandschuhten Händen auf das Gesicht fassen kann und dann da das Gesicht drücken und reiben kann. Das ist richtig entspannt. Das ist so ein bisschen wie der Gag von Ricky Gervais in seinem Afterlife-Ding. Wo sie Yoga machen gehen und der Yoga-Typ lässt sie da diese Übung machen, ganz in Ruhe, und dann zwischendurch macht er mal und er dann irgendwann auf den Saal. Ja, ist total entspannt hier bei euch, beim Yoga, wo der Typ die ganze Zeit die Nase hochzieht. Viel Spaß noch, tschüss. So entspannt stelle ich mir das vor, wenn du unter so einer Haube liegst und jemand mit so diesen Handschuhen in deinem Auge rumdrückt. Ich weiß nicht. Mama, hast du schon mal ein Facial? Nee. Warst du schon mal bei der Kosmetik? Also die Sex-Variante, ja. Die Hand-Variante noch nicht. Ah. Aber habe ich jetzt ausgedacht. Gibt's das im sexuellen Kontext? Was denn? Ein Facial? Hast du doch selber gesagt gerade. Ja, dachte ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es klingt so, finde ich. Ist es nicht, wenn, wir sind jetzt hier Laien, Leute, ne? Also ich weiß, ihr wartet jetzt hier Sex-Content, der lief aber schon. Ist es, wenn jetzt eine Besamung stattfindet im Gesicht? Ich würde sagen, das würde ich damit assoziieren, ja. Könnte sein. Vielleicht weiß da jemand von euch, liebe Zuhörer. Vielleicht irgendein Porno, das ein oder andere Camgirl, Camboy, vielleicht die gerade zuhört, der gerade zuhört, einfach mal kurz rein oder vielleicht auch was auch, whatever you gender yourself, ne? Also Cam... Jo. Cam Apache Kampfhelikopter. Ich glaube, wir haben jetzt gerade ein neues Ding entworfen. Ich sehe das bald, so eine Webseite. Finde dein Cam Apache Kampfhelikopter heute. Finde dein. Das ist das Beste immer. Einer mit zwei Propellers. Oh, der ist weiß lackiert. Ja. Ich hatte, glaube ich, mal, ich möchte es mal kurz betonen, ich stalk ja meine Leute immer. So, ne? Meine Zuschauers. Ja, also sowohl die Podcasties, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, als auch andere Leute. Und ich glaube, um das mal ganz kurz herauszuwerfen, ich glaube, ich habe tatsächlich eine Cam-Girl-Dame, die mir zuguckt. Zumindest hatte die, glaube ich, mal mein Merch bestellt und dann habe ich halt meine Merch-Verlinkung durchgegangen und dann dachte ich mir so, weil das auch so ein Post war, wo ich mir dachte so, Und dann bin ich nur draufgegangen, dachte ich mir so, okay, interessant, fand ich aber funny. Also finde ich ganz nett. Warte mal, hast du gerade gesagt, dass du durch die personellen Daten deiner Besteller durchgehst und dann da immer ihre Adressen rausfindest? Nein, bei Instagram, wo ich verlinkt worden bin. Und dann bist du hingefahren und hast geklingelt und dann macht ihr Instagram. Die Tür auf und sagt, hi, ich bin Camgirl, wer bist du? Und dann wusstest du ganz genau, wo die wohnen. Dann habe ich gesagt, ich bin Apache Kampfhelikopter, können wir vielleicht eine Show machen zusammen.
Ich habe zwei Propeller. Nein, bei Instagram bei den Verlinkungen. Und da auf ihrem Profil wurde das sehr, sehr, sehr schnell, sehr deutlich. Okay. Ja, Grüße gehen raus. Oh, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ich glaube, die Lady hat schon mal irgendwo unter der Story oder so. Ja, ohne Scheiß. Ja. Hat mal irgendwo was kommentiert. Okay. I don't know. Ich bin mir nicht sicher. Also stalkst du auch, wenn es nur kommentiert ist? Ich stalk auch nicht einen weg. Ich stalk die ganze Zeit dahinter. Ja, das ist voll gruselig, weil alle mal denken so, ja, ich schreibe mal und dann sehen wir es nicht. Ich kenne schon einige Profile. Nicht nur weiblich, auch viele, viele Männers. Ich gucke da durch. Ich guck mir an, was ihr macht. Ich gucke mir an, mit wem ihr rumhängt. Ich gucke mir an, wen ihr verlinkt. Don't nicht so viel preisgeben, Leute. Schon ein paar Sachen gesehen hier. Schon diverse Hauspartys gespottet, Corona-Partys, ne? Schön über eure Profile. Ja. Und dann schön noch so einen zweiten Instagram-Account, damit man schön dann nochmal bei den Leuten noch die Insta-Story gucken kann und die sich denken, was? Wer ist denn Herbert87? Mhm. Da guckt er wieder. Was machst du gerade? Ja. Ah ja. Mhm. Ah ja. Was denn? Das war noch gespielt von, oh, was machst du da? Oh, ah, und dann I. Jetzt hast du natürlich ein bisschen kaputt gemacht, weil du gefragt hast, was denn? Aber ich fand es trotzdem lustig. Wie ist denn deine Einschätzung zur Lage? Schwierig. Ich glaube, es bleibt alles beim Alten. Und also auch bei mir stelle ich fest, dass ich das Gefühl habe, es lockert sich alles. Mhm. Ich glaube, dass... Also körperlich. Zur Lage jetzt nicht, aber... Ja, der Körper, da könnte ich gleich nochmal drüber reden. Aber ich meine jetzt so generell, ich glaube halt, dass das Entscheidende ist, dass jetzt alle wissen, was Phase ist. Jetzt wissen wirklich alle, was Phase ist. Trotzdem viele Arschlöcher dabei, die voll und ganz auf Abstand und so weiter scheißen. Bin ich heute wieder sehr wütend geworden. Ich musste ganz dringend in die Stadt kurz... Und bin mit den Öffentlichen gefahren, da hatten 30% ihre Maske auf. Die anderen haben nur wütend geguckt. Genau. So viele? Ja, wirklich, also da, wo ich mitgefahren bin, also vielleicht 40%. Also wirklich, da war so eine Gruppe aber Jugendlicher. Aber sagen die Wichser. Leute dann nichts? Also auch einfach so der Fahrer? Kannst ja nichts sagen. Also die S-Bahn ist so lang. Es war eine S-Bahn. Ah, S-Bahn. Es war eine S-Bahn und die ist so super lang, da kriegt der Fahrer das nicht. Aber krass, dass sie dann nicht kontrollieren oder so dann einfach. Naja, machen sie aber wahrscheinlich. Aber du kannst ja, zähl mal bitte alle S-Bahnen in Berlin. Und meine hier vor der Tür fährt wieder alle 10 Minuten. Das heißt, nur hier alleine diese eine S-Bahn fährt alle 10 Minuten. Das heißt, ne, kannst ja rechnen, wie viele das am Tag sind. Das ist ja nicht anders als bei den, also wahrscheinlich schon anders als bei den Kontrolleuren, die Karten kontrollieren. Ich schätze mal, weil der Ordnungsamt halt reingeschickt wird und auch Polizei wahrscheinlich. Aber auch die werden viel zu wenige sein. Oder vielleicht, weißt du, vielleicht sehen sie dann die Polizei oder den Ordnungsamt kommen und dann wird schnell irgendwie der Schal hochgestülpt oder so, weißt du? Also ich saß noch hinter so einer Gruppe von so jugendlichen Wichsern und es tut mir wahnsinnig leid, aber du hast ihn angesehen, das sind so Wichser, das sind so blöde Wichsköpfe. Die hatten schon so dieses Kaugummi-Gesicht, weißt du, dieses... Was willst du, Alter? Ich bin sauer geworden. Entschuldigung. Und da war so eine Jugendliche dabei, der hast du angesehen, die macht das nur, weil sie muss. Die hat gar keinen Bock auf diese Wichser. Aber sie hat irgendwie keine Alternativen. Sie muss mit denen abhängen und so. Und ich war so kurz davor zu sagen, du musst das nicht tun. Du musst das nicht tun. Such dir eine neue Gruppe. Naja, ich war auf jeden Fall sauer wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ne? Achso, Lockerung. Kann sich alle retten, ja. Lockerung, bla bla bla. Und ich glaube aber, dass halt trotzdem Großteil der Menschen darauf jetzt achtet. Also auch wenn sie jetzt die Lockerungen eingehen quasi und zu Friseuren gehen oder sonst was, trotzdem so gut es geht, Hände waschen und Abstand halten. Ja? Bis auf die Arschlöcher. Und ich glaube, dass auch dadurch wiederum die Zahlen jetzt nicht so krass steigen werden, wie wir es vielleicht erstmal erwartet hatten. Sagen wir mal, die gesunde Mehrheit weiß, was abgeht, Abstand hält und einfach vorsichtiger ist und auch keine Events halt stattfinden. Ne? Also es gibt halt. Bis auf das geheime Event, was Harry Fick letztens aufgedeckt hat. Ja, das geheime Event, genau, was Harry Fick wieder aufgelöst hat. Also noch nicht mal aufgelöst, er hat sich nicht getraut reinzugehen, aber er hatte eine Ahnung. Aber nächste Woche wäre er schon dabei, weil sind nicht mehr so viele angesteckt in Berlin. Weißt du, wie viel es bei euch in Berlin sind? Nee, gerade weiß ich das nicht, nee. Also bei uns macht das immer ganz gut, muss ich sagen, die Stadt Köln. Die haut immer ganz gut raus. Köln, jetzt bin ich einfach auf
Twitter geöffnet, dann steht der Huawei P30 Pro einfach in meiner Suchleiste vorgeschrieben. Das ist ja Next-Level-Marketing. Erstmal kurz eine eigene Suche verfassen. So, hier, vor 5 Stunden. Also, das heißt, die hauen immer so 18 Uhr, 19 Uhr nach der Arbeit halt raus, ne? So arbeiten jetzt bei der Stadt natürlich. Was heißt nach der Arbeit? Das heißt, nach mal 1-2 Stunden im Amt sitzen, wa? Das war Beamtete, Verbrecher. So. Stand heute in Köln insgesamt 2330 Fälle bestätigt. 48 Personen. Oder was ist da los? Nee. Insgesamt waren es 2330 bestätigte Fälle. 68 Personen finden sich momentan noch auf stationärer Quarantäne, 51 davon auf Intensivstation. 2108 Personen konnten bereits entlassen werden. Heißt, ja, aktuell sind 130 sind's Kölnerinnen und Kölner noch am Coronavirus erkrankt. Ja. Ich guck grad. Find sie nicht. Also die Stadt Köln macht einen guten Twitter-Job. Ja, ich hatte gerade bei NRW geguckt, deswegen hatte ich mich gewundert über deine Zahl, aber dann kommt das ja hin. Ja, also so ein bisschen über 100 Leute halt in Köln, wo ich mir auch denke, jetzt wäre es halt wieder an dem gefährlichen Punkt, es ist keine Grippe, aber jetzt ist es höchstwahrscheinlich an einem ähnlichen Level, wo du sagen könntest, momentan haben höchstwahrscheinlich mehr Leute eine Erkältung, weil es so warm, kalt ist, weißt du? So, und das ist halt jetzt ja, dann so die große Diskrepanz. Die Gefahr bleibt ja die gleiche wie vorher. Also die Gefahr bleibt genau die gleiche wie vorher und man muss ja trotzdem genauso vorsichtig sein wie vorher. Also es hat ja das daran ändert das ja gar nichts. Es ändert was an den Fällen, die dann passieren, ja, okay. Und es ist irgendwie ein bisschen, es ist nicht mehr so hot, es ist nicht mehr so heiß. Aber trotzdem bleibt ja das, was die Leute tun oder nicht tun sollen, bleibt ja das Gleiche. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ich weiß, dass du es weißt. Ich weiß, dass du das weißt. Aber nur, dass die Leute jetzt nicht hören, ah, hä, was, so cool? Ah, ja, okay, dann lass mal Party machen. Ich habe mittlerweile solche Rückenschmerzen, also im unteren Rückenbereich. Sind keine Schmerzen? Kennst du das, wenn man Schmerzen hat oder irgendwas zieht und dann macht man eine Gegenbewegung und dann hat man so das Gefühl, dass es jetzt lindert, den Schmerz, oder dass es besser wird? Weißt du, was ich meine, wenn ich das sage? Ich kann das sehr schwer erklären. Hörst du mir zu oder liest du irgendwas gerade? Ich lese was. Das wusste ich. Weißt du was? Weil es gerade voll aktuell reinkommt. Ich weiß nicht mal, was du gesagt hast, weil ich gerade komplett schockiert bin. Okay, aber dann scheint es ja ziemlich krass zu sein, dann sag's mal bitte. Anscheinend hat Trump Corona gerettet. Anscheinend hat Trump Corona geheilt. Man muss ihm einfach nur den Schwanz lutschen. Nein, also nein, also was ist denn? Ich bin gerade nicht 100%, aber ich würde sagen, anscheinend. Oh, was ist denn jetzt, Alter? Kommt's von Böhmermann? Oh, Montana Black trendet gerade auf Platz 1 in Deutschland mit recht vielen Tweets recht schnell. Und Monte hat selber einen Tweet rausgehauen, dass irgendjemand, also scheint wohl ein bisschen gesitteter, also ist es Böhmi? Ist es Böhmermann, der irgendwas gegen Monte rausgehauen hat, dass der Großteil seiner, also er hat geschrieben, es gibt Grenzen zwischen Beleidigung und Satire, deswegen Böhmi, mich zu kritisieren oder zu beleidigen ist das eine, aber meine Community als Teil einer rechten Bewegung zu diffamieren, sprengt jegliche Grenzen. Da spricht wohl der Neid aus einer gescheiterten Karriere heraus. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sind da drunter viele Böhmermann-Tweets und sowas, weißt du? Böhmermann und Olli Schulz haben in ihrem Podcast Monte und seine Community also uns als kleine Nachwuchs-Neonazis bezeichnet. Hallo. Lol. Lol. Oh Gott, ich freue mich. Ich reinhören. Das ist schon hart. Ich freue mich nicht. Nein, ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Aber das ist schon hart. Das muss man ja erstmal lesen, ne? Also erstmal sich anhören. Was haben die gesagt? Das hat jemand geschrieben, der sich ja auch selber als betroffen da eingestuft hat. Also erstmal sich anhören. Das ist ja. Boah. Also. Ja, sorry, aber wo warst du denn eigentlich dran? Also sorry, ich habe es gerade nur gesehen, weil ich dann auf Twitter die Zahlen nachgeguckt habe. Nee, das war viel interessanter. Ich habe mir wieder von meinem Rücken erzählt. Ja, was ist denn mit deinem Rücken? Ich habe doch auch Rücken. Jetzt lass doch mal austauschen ganz kurz. Ich habe so Rückengefühl, pass auf. Kennst du das Gefühl? Es ist kein Schmerz, sondern das Gefühl, wenn was im Rücken zieht oder wenn du Schmerzen hast und dann machst du so eine Gegenbewegung
Und dann fühlt sich das so an, als wenn, als wenn diese Bewegung gut wäre. Also als wenn das genesen würde. Genau. Und dieses Gefühl habe ich jetzt schon seit einigen Tagen, wenn nicht Wochen, im unteren Rückenbereich. Oh. Und ich habe heute festgestellt, ich vermute, ich weiß, woran es liegt. Und zwar ging es so weit, dass ich gegoogelt habe nach Rücken. Oh Gott. Nee, nach Rücken so Übungen. Und bin dann auf irgendeinen Arzt getroffen. So ein, ich weiß nicht, oder ein... Ich wollte gerade Pädophilen sagen. So ein nicht Pädophilen. Ich weiß jetzt, woran meine Rückenschmerzen sind. Ich habe einen Pädophilen im Internet gefunden. Was? Was? Chiropraktiker. Prado. Wie heißt das? Wo warst du heute? Ich war beim Pädopraktiker. Ich habe mich erstmal einrenken lassen. Also der wird immer ein bisschen, er packt viel an, aber ist, am Ende tut es einfach nur, also dann ist alles wieder eingerenkt beim Pädopraktiker. Was ist denn los mit dir jetzt? Okay, also überspringen wir das einfach und kommen wir zu dem einen. Es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Liebscher und Bracht, die Schmerzspezialisten. Und da habe ich dann, irgendwie nachgeschaut. Und anscheinend ist es so, ich sitze ja die meiste Zeit am Tag. Und abends, wenn ich schlafen gehe, dann lege ich mich auf die Seite und winkel meine Beine an. Und das ist wohl der große Fehler, weil dein Körper möchte quasi die Sitzposition wieder einnehmen, weil das die für ihn irgendwie bekannte Position ist. Mit am wenigsten Widerstand und weißt du, wenn du die Knie anziehst, ne, dann ist es ja wie also sitzen. Also so embryonale Haltung eigentlich. Genau, und auch wenn du nur ein Bein hochziehst, ist es so ein bisschen wie sitzen. Das heißt, alle deine Muskeln und alles, was diese Sehnen und so weiter, die werden immer kürzer. Die ziehen sich zusammen und deswegen dehnen. Genau. Und das ist im Moment das Problem. Und ich glaube, daher kommt dieses Gefühl, was sehr unangenehm ist. Und ich habe mir jetzt auch beim Abwischen ist schon echt ein Problem. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen links-rechts drehen und so. Ich habe mir ein paar Übungen rausgesucht und ich habe mir eine... Ich habe mich echt wie 80 gefühlt heute. Und ich habe mir jetzt eine Matte bestellt. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt der Gag. Jetzt kommt der Gag. Achtung, Freddy. Ja, ja. Achtung, jetzt kommt der Gag. Ja. Ich habe da so einen Typen, den ich immer kontaktiere von... Ich nenne jetzt mal die Firma. Es ist keine bezahlte Werbung, aber ich habe hier und da schon mal vielleicht ein bisschen Rabatt gekriegt. Deswegen Achtung, beachtet das. Ergobasis heißt die, wo ich auch meinen Tisch geholt habe, der hoch und runter fährt. Und die beschäftigen sich so mit ergonomischem Zeug. Und den habe ich gefragt, so pass mal auf, ich will eine Matte haben. Ihr habt so tolle Matten. Welche soll ich dir holen? Und er sagt, so ganz beiläufig, ja, die beste Matte, die bei uns läuft, ist die Corona. Und ich sag, was? Ihr habt eine Matte nach dem scheiß Virus benannt oder was? Und sagt, nee, die hieß schon vorher so. Aber jetzt geht sie halt besonders gut weg. Alter. Die Matte heißt Corona. Es gibt auch ganz viele amerikanische oder mexikanische Fußballspieler, die Corona mit Nachnamen heißen, ne? Fußballspieler. Schon so gängiger Nachname, ja. Das ist ja auch eine Bezeichnung. Die Bezeichnung kommt ja nur davon, weil der Virus, wenn man drauf zoomt, halt aussieht, wie eine, hat so diese Kronen. Wie die Corona-Flasche einfach. Wie die Corona-Flasche? Nein, so nicht, sondern wie eine Krone. Und deswegen Corona, weil Corona heißt ja Krone. Und das ist eigentlich total einfach. Genau. Ja, und jetzt habe ich mir eine Matte bestellt und muss dringendst Rückenübungen machen. Sehr wichtig. Ja, das sage ich auch. Ich fand das sehr interessant. Ich habe viel auch ja Rückenprobleme gehabt die letzten Wochen. Das allererste Mal. Das heißt für mich natürlich direkt Warnsignal. Ich habe jetzt nächsten Sommer durchtrainierten Rücken, sage ich dir jetzt schon. weil direkt Panik. Und ich habe dann gemerkt, während live sein, dass viele so Chiropraktiker, Pädopraktiker, wie du sagen würdest. das ist das neue Ding, ne? Pädopraktiker, danke sehr. Vielen Dank. Mir zugucken und auch gesagt haben, das fand ich ganz smart. Das ist so ein Satz, der ist jetzt tatsächlich bei mir hängen geblieben, den werde ich höchstwahrscheinlich durch mein Leben mitnehmen. Die haben gesagt, was war es denn? Sport oder irgendwie Drücken oder Massage verdrängt, ne? Also lockert natürlich auch, aber es verdrängt den Schmerz, den eigentlichen, um solche Schmerzen grundlegend zu beheben. Also die meinten so, alles andere, denen hilft, alles andere verdrängt. Das war, glaube ich, der Satz. Irgendwie so in dem Kontext. Also die meinten halt, A und O ist halt wirklich einfach, dass du
eigentlich im besten Fall aufstehst und dich fucking dehnst und dann machst du das jeden Tag und dann geht es einem besser. Das ist natürlich, wenn wir gerade hier sitzen. Muskelsachen machen klar, das ja auch. Klar. Okay. Und das fand ich ganz interessant. Deswegen, das wird lange. Es ist auch eigentlich so, es ist das Einfachste der Welt. Ich meine, dass ich hier mit 35 Jahren sitze und sage, oh, ich sitze seit einem halben Jahr täglich nur vor dem PC und bewege mich sonst so gut wie gar nicht. Jetzt habe ich so ein komisches Gefühl im unteren Rücken. Was mache ich denn da jetzt nur? Also es ist natürlich, es ist mir schon alles bewusst. Ey, wir sind auch so eine kaputte Generation einfach, ne? Wenn einer von uns Ü50 wird, dann fucking Problem. Props to you, also ganz ehrlich. Also das sind dann, wir haben auf der einen Seite so hardcore, ultra gesund Leute. Also wir haben jetzt so 80, 90-jährige Menschen, die hier leben, die, keine Ahnung, die ganz anders mit ganz anderen Sachen und mit viel weniger Wissen über Ernährung halt aufgewachsen sind. Ne? Jetzt haben wir so viel Zeit und so viel Ruhe zwischendurch, dass so viel Wissen da ist über Ernährung, gesunde Ernährung, blablabla. Und dann hast du die eine Fraktion, die so hyper alt wird, so 150 Jahre, und dann hast du so uns, die so, 40 ist ein Goal. 40 ist ein Goal jetzt. So, 40 ist ein Goal. So, also dann, ab dann Medikamente und dann machen wir noch bis zu 60, aber dann auch nur noch so mit einem Auge und immer weniger. Und so dann schon Geruchs- so, ist schon so ein bisschen so in diesem Stadium, so Schmerzpatienten, wo man nur noch so ein bisschen was in die Venen drückt, damit die sich nicht so quälen. Wo du im Zustand bist, wo du nicht nur einfach grauen Star hast, sondern wo dich Leute als grauer Star beschreiben, weil dein ganzer Körper schon so einfach so ein bisschen nachgelassen hat. Das ist der Star. Das ist der Arthur, der ist ein Star. Aber ich kann dir sagen, ich krieg das immer mal wieder mit, eigentlich alle machen Sport. Alle machen Sport, nur wir nicht. Also ich glaube, du und ich sind die Einzigen, die jetzt noch übrig sind. Wirklich ohne Scheiß. Ich sehe das auch immer im Fitnessstudio. Ich so, Uwe, Bernd, was geht? Alle anderen machen Sport. Wirklich. Nein, macht keiner. Doch, und dann so, und sei es so eine Kleinigkeit. Es ist ja, wenn du jeden Tag nach dem Aufstehen, also wenn du nur ein halbes Stündchen irgendwie ein bisschen was machst, ist es ja schon Welten mehr als gar nicht. Rudermaschine, aufstehen, Alpha-Male-Style, Top ausziehen, direkt nach dem, und dann pop auf die Rudermaschine und bäm, eine Stunde lang, Alter. Wenn richtig hocharbeiten in der Nahrungskette, wenn eine Rudermaschine in meinem Haushalt wäre. Ich kann es nur sagen. Was ich jetzt unbedingt, und ich werde das durchziehen, Freddy, ich werde dich informieren und auch den Podcast, wann es endlich soweit ist, ich werde jetzt Tennis irgendwie aktivieren mit irgendwem. Weil das darf man jetzt auch. Man darf jetzt Tennis spielen, aber nur einzeln. Ist ja genügend Abstand. Nur einzeln. Ist ja auch genügend Abstand. Gott. Wurde wirklich dazu gesagt, aber nur einzeln, bitte. Gott, ey. Wusstest und auch, du, dass ich mal übrigens, diese Diskussion jetzt mit der Bundesliga, ne? Hast du es mitbekommen? Ja, finde ich total cool. Ja, also alle Tests, wir haben jetzt nicht so viele Tests, aber können wir bitte gucken, dass die Bundesliga-Leute ein paar abkriegen, damit wir bitte mal gucken können, ob die noch ein bisschen... Warte mal, aber das verstehe ich nicht 100%, weil bei uns in Köln ist es jetzt schon seit 2 Tagen so, dass hier so viele Tests sind, dass die Leute in Köln die ganze Zeit aufrufen, bitte sich testen zu lassen, damit die Werte halt irgendwie wieder aktuell werden, weil sich hier auch einfach, weil alle Leute sagen anscheinend hier in Köln, wir haben anscheinend keine Symptome, also wir haben überschüssig viele Tests gerade. Ja, in Köln wird die ganze Zeit... Das wird ja nicht nur in Köln so sein, weißt du? Also bei uns ich habe gehört, dass auch die Antikörpertests jetzt ordentlich... rausgehauen werden sollen. Wir haben darüber gesprochen, ich weiß, man weiß nicht zu 100%, ob das jetzt was bringt, aber es soll wohl für die Wissenschaft sehr, sehr wichtig sein, dass man die jetzt mal durchzieht, denn selbst wenn man dann feststellt, dass das dann nichts bringt, weiß man trotzdem, okay, was führte dazu oder wie war der Verlauf? Hatte jemand Antikörper und dann hat er trotzdem hier noch jemanden angesteckt oder hat er dann immer noch das Potenzial zum Anstecken? Also an sich, bitte, wenn ihr das machen könnt, macht das. Ich würde das unbedingt machen, weil ich allein schon aus Neugier, weil ich meine, ich hatte es schon, aber mit keinen bis minimalen Symptomen. Ich bin einfach so neugierig. Ich bin ein kleiner Neugierfuchs. Und ich habe letztens einen Fuchs gesehen im echten Leben. Jetzt kommen wieder 2 Sachen zusammen. Es ist total verrückt. Das ist echt einfach full circle. Ja, ich bin mal gespannt, was das Jahr so bringt, ne? Irgendwie so sportmäßig. Ich habe Bock. Wir haben jetzt schon einen Termin für ein Fotoshooting. Für Friendly Fire. Den sage ich jetzt nicht, aber ich hoffe, dass es weit genug hinten ist. Also wir sind da alle total offen miteinander und wir wissen, wenn das irgendwie nicht gut sein sollte, ich meine, gut, wir sind jetzt eine Gruppe von 11 Leuten plus X und wir werden da auf jeden Fall gucken, dass da nicht alle zusammen abhängen und zu nah und so weiter. Aber es gibt schon diesen Termin und das ist irgendwie spannend. Das ist der erste Termin, den ich jetzt gemacht habe. Der beinhaltet, dass Leute wirklich zusammenkommen und mehr als 2 oder 3 oder so.
Da bin ich. Da muss ja in der, also ich weiß keine Daten. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich würde Arthur da irgendwie, ich möchte es auch nicht wissen, aber es muss ja dann schon in den Wintermonaten sein. Und dann wird es ja nochmal richtig spannend. Weißt du, wenn es wieder kälter wird. Ja. Dann wird es ja, wieder richtig auch, spannend. Das ist ja kommt, auch kommt das ganze Gerät wieder mit nur ein paar Erkrankten dann los, lassen sich auf einmal mehr Leute wieder testen und wir sind dann doch Corona-positiv, obwohl sie dann dachten, sie haben nur eine Grippe, weil dann Leute wieder ein bisschen mehr Angst kriegen, wenn es kälter wird, weißt du? Das wird ja dann die spannende Phase. Gibt es eine Grippewelle und eine Corona-Welle gleichzeitig? Ja. Das wäre ja dann der Super-GAU. Oder hat die Harvard University bis dahin wohl ihre Grundlage rausgebracht? Die hat ja gesagt, bis September. Maybe. Was? Harvard University hat doch schon ganz lange rausgehauen, aber Impfstoff, schon ein paar Wochen her. Ja, genau, dass sie gesagt haben, sie haben schon einen Grundlagenimpfstoff wegen jahrelanger anderer Forschung und ja, den könnte man wohl leicht modifizieren. Ja, da und dann wäre auch das ein bisschen tatsächlich gelesen. Schon. Also es gibt ja wohl viele Ecken und Enden, wo es jetzt langsam so ein bisschen mal so auf erste Erkenntnisse irgendwie. Ja, wobei das, was ich gelesen habe, und das, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich da jetzt die Quellen dazu nicht habe, aber ich habe gelesen. Ah, genau, Bill Gates. Ich hab, genau, könnt ihr auch selber nachlesen. Bill Gates hat getwittert, dass seine Organisation ja auch eine ist, die mit am meisten irgendwie verantwortlich ist für generell Impfstoffe, jetzt nicht nur Corona. Und dass der normalerweise dauert so ein Verlauf, bis man so ein Ding hat, 5 Jahre. Ja, ja, und jetzt ist hier, die Hoffnung ist, unter 18 Monaten zu bleiben. Genau, also Mitte nächsten Jahres. War ja auch genauso angepeilt. Genau, genau. Also ja, es kann auch früher sein, halt, ne? Es kann in 9 Monaten sein, es kann aber auch in 26 Monaten sein. Also ja, weil, so halt, weil halt alle überall eigentlich daran arbeiten, weißt du? Das kann genau, ja auch immer genau mal so ein Heureka auf einmal aus Prag kommen jetzt oder wurde so. Ja gerade, EU-mäßig wurden, glaube ich, gerade diese 7,5 Milliarden gerade festgelegt, einfach nur für die Forschung an dem Impfstoffen, an die internationale Forschung und den Medikamenten und so weiter. Da wird jetzt richtig viel Geld locker gemacht. Und das ist nämlich das ist aus meiner Sicht auch der Weg, dass die Regierungen da gucken und zusammenlegen und da wirklich grenzenlos verbinden und grenzenlos aktivieren. Das würde auch weltweit eine geile Sache schaffen. Und nicht hier rumschreien und mach wieder auf und ich will jetzt wieder in meine Kneipe, weil Udo hatte letztens noch ein Dartspiel offen und ich kann mir das nicht auf mir sitzen lassen. Das kann ich nicht machen. Ich muss mir noch ein Orgeln nachhändig mit dem, das mit dem Udo. Deswegen machen wir wieder auf jetzt hier. So Leute, das war's von uns. Ich wollte eigentlich noch persönliche Sachen erzählen, aber die muss ich mir jetzt aufschreiben. Für die nächste und letzte Kuckuck-Folge. Kuckuck-Folge, das haben wir für uns jetzt beschlossen. Wir machen nicht noch eine Woche hinten dran, sondern machen jetzt eine Kuckuck-Folge am Donnerstag noch hinten dran und dann ist wieder back to normal. Wie es auch einfach in einem Podcast dann normal ist, samstags. Ihr habt viel zu nachhören. Ihr habt 41 Folgen Kuckuck noch separat, die ihr euch anhören könnt, über die ihr euch freuen könnt, über die wir uns freuen, dass sie existieren. Und eine Kuckuck-Folge gibt es noch zum Abschluss. Ich würde sagen, der große Bang, aber sind wir ganz ehrlich, es wird eine normale Kuckuck-Folge werden. So, also, ich würde sagen, wir hören uns am Donnerstag wieder. Ich freue mich, wenn ihr nochmal in die anderen Sachen reinhört. Und ansonsten werden wir uns dann wieder back to the roots zu unseren alten Folgen begeben. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird krass. Boah, fucking das wird Freedom richtig krass. Einfach, ne? Und ich sage euch, Leute, ich werd versuchen, da wirklich auch wieder abzuliefern wie damals, wo ich immer voll war. Präpariert, voll reingekommen bist, ja. Ich hatte immer viele Notizen, das hat sich irgendwann gelegt, als wir täglich, das musst du mal belegen, wenn ich jetzt zurückdenke an die täglichen Kuckus, die gerade mal eine Woche her sind, denke ich mir, seid ihr bescheuert, was ist denn mit euch? Jeden Abend aufnehmen, was, wie denn? Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Aber auf der anderen Seite, was macht man denn sonst, ne? Was macht man denn sonst? Ich mache jetzt ganz viele Sachen. Ich mache jetzt Training, ich mache auch Training jetzt. Alleine mein Stream, du hast mich gefragt, jetzt, ganz kurz noch. Ich habe jetzt letztens, nachdem wir jetzt aufgelockert haben, habe ich einen Stream gestartet, erst gegen 8 oder so. Das habe ich seit bestimmt einem halben Jahr nicht mehr gemacht. Und das habe ich aber früher, war das gang und gäbe, dass wir erst gegen 8 abends gestreamt haben. Natürlich auch damals bedingt von Job und so weiter. Und dann, das war so ein bisschen back to the roots. Und dann haben wir halt, weil es so unterhaltsam und so lustig war, haben wir bis 5 Uhr morgens haben wir gestreamt und die Leute waren alle mega begeistert. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil du gefragt hattest auch noch, warum ich dir um 6 Uhr morgens irgendwelche Sachen schicke. Deswegen, weil ich danach, ich war noch so aufgetuschelt und duschelt.
Und das ging halt nur durch diese Lockerung. Und es war irgendwie cool. Ich werde jetzt das natürlich nicht immer machen, aber so einmal so ein geiler Late-Night-Stream, das hat mal wieder richtig geballert. Das hat mal wieder richtig gedrückt in der Tube. Das glaube ich. Och, das Grüße gehen raus an alle, die dabei waren, falls ihr das ja auch hört. Und viele sagen ja noch immer im Stream, dass sie Zuhörer sind. Also an die dabei waren und die auch, die dabei waren, wie wir den Hakoda Makaka gekauft haben. An die gehen jetzt diese Grüße raus. Die Grüße der Woche. Ach, schön. So. Und jetzt machen wir bitte den Kasten aus hier. Ich mach das aus. Tschüss. Tschüss. Ist aus hier. Oh Gott, ja, fucking Scheißdreck hier.